Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge wurde Elise entführt. Naja, eigentlich Tipo, aber Elise ist hinterhergerannt und deswegen nehme ich jetzt auch als Entführer hin. Und ja, Elvin, meine meistvertrauten Person im Team, obliegt es jetzt, Elise wiederzuholen. Und da ich, wie gesagt, ihm nicht traue, kümmere ich mich lieber selber darum. Und wir sollen. Unsere Entführer sind in die königlichen Jagdgründe gegangen. Ich glaube, die sind hier, wenn ich das auf der Karte. Nein, okay. Hier, okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich da zum Schiff oder muss ich. Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Ja. Bäh. Unsere Hauptheilerin ist natürlich weg. Wir können uns nur noch auf Jude verlassen. Ja, super. Muss hier runter, okay. Ja. Ich freue mich. Die Kämpfe werden wieder ein Traum. Und hi. Quest. Wilddiebe jagen Monster im königlichen Jagdgebiet. Könnt ihr uns helfen, sie loszuwerden? Okay. Vielen Dank. Es ist nett, dass ihr helft. Denn helfen ist schön. Die Wilddiebe verstecken sich gerne im nördlichen Teil des Jagdgebiets. Sie schnappen sich Monster oft auf den Anhöhen. Hier sollen sich aber keine Monster schnappen, die sollen sich uns schnappen. So, kommt ihr neuer. Boah, großes Gebiet. So, ich gucke jetzt jeden Baum ab, weil ich habe schon lange nicht mehr so eine Bonus-Truhe gefunden. An ominous name. Let us take care to be the hunters and not the prey. Sounds good to me. Ja, denn sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Bums. Na, von wo war das? So. Hu. Hu. Ha. Geil. Boah, ich freue mich immer wieder, das Spiel zu spielen. Es wird mir einfach nicht langweilig. Ganz ehrlich. Und. Bam. Und ja, stimmt. Die hatten beide beinahe ein Level ab. Keine Siegesanimation. Was soll das denn? Okay, Lilium-Kugel. Dann gucken wir mal. Sie muss noch ein, na, eine Kugel haben, eine mittlere Kugel hier. Hatte sie noch keine? Sie hat Stärke und Intelligenz, ne? Dann würde ich jetzt mal sagen, sie bekommt noch Geschicklichkeit, weil sonst niemand Geschicklichkeit, glaube ich, hat. Irgendwann werden wir sowieso alles haben, aber bis es darauf zurückkommt. Ich weiß gar nicht, wofür Geschicklichkeit eigentlich steht. Feinde zu betäuben. Gut. Die hat doch hier diese Partnerfertigkeit. Bondage. Glaube ich. So, Stärke. Ich glaube, das war schon richtig. Und dieser noch ein weiter schon. Ich glaube, ich gucke erstmal, was hier noch alles ist. Geister TP um 5%, ja. Also sie hat die meisten Fertigkeitspunkte. Wäre eigentlich Trankeffizienz. Ja, halten doppelt so lange an. Inventarimpuls. Psyche. Ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit hier. Luftsprung, hey. Dadurch kannst du zwei aufeinanderfolgende Sprünge machen. Geil. Oh, aber wie lange das dauert, bis ich da was machen kann. TP Bewegung. Dann machen wir erstmal hier Bewegung. Oh, guck dich mal an, wie viel Bewegung sie hat. Ja, das war schon wieder. So, ich glaube aber hier war was. Nee. Hier war was. Nee. Was? What the fuck? Moment. Oh geil, ja. Brauchen wir da hier so Sachen. Hey. Krabbe. Huh. Ha. Das war schon wieder. So, komm mal her. Aua. Mann. Haben wir das eigentlich oder wir? Ja toll, jetzt haben wir hier Abwehrgegner und
weil er das so lange gehalten hat. Jetzt haben wir ja Abwehrgegner, aber Elvin ist nicht in unser Team. Ha. Wir versuchen den Angriff einzusetzen. Oh, verdammt. Kommt es mir nur so vor, oder spricht Mila irgendwie verdammt leise? Also immer wenn sie irgendwas sagt, ich höre es so verdammt schlecht. Ich dachte immer, das hat was mit dem Sound zu tun. Weil ich den Fernseher ein bisschen leiser mache, weil ich nehme hier auf und der Fernseher ist an und ja. Wenn ich zu laut mache, dann hört man das alles durchs Mikro, das ist auch blöd. Aber Mila spricht irgendwie verdammt leise. So, was habe ich denn jetzt hier? Komm, Stärke, ne? Jo. Dann würde ich nur sagen, Intelligenz. Ja, super. Ja, mach sie. Ja. Ich habe jetzt gar nicht hier die Dingens ausgerüstet, was auch immer sie bekommen hat. Geist, da nehmen wir... Warte mal, da habe ich doch gerade... Ja, diesen Illusionsangriff, der kostet 9 TP und ist jetzt nicht so der Bringer. Finde ich. Wenn ihr für einen verdammten Burner hält, dann kann ich da nichts dafür. Oh. Oh, das hat man noch nicht, glaube ich. Hm, ist nix. Hey, ein Axtschnabel oder wie auch immer die heißen. Verdammt. Ich spiele immer jeden oder jeden zweiten Tag das Spiel und ich, manchmal habe ich hier so Kontrollaussetzer. Weiß auch nicht, woher kommt. Im letzten Bosskampf konnte ich irgendwie nicht schaffen, den Gegner wegzuvisieren oder umzuvisieren und was weiß ich. Das Ziel zu wechseln. Sag. Schwallstrahl. Ja, verknotet mich mit der Steuerung. Aua. Und zack. Schön. Boah, 700 galt. Schön. Umrundungsanfänger. Ah. Ich wollte schon fragen, wann bekommt er mal hier so diesen Titel? Ich möchte von jenen hier diese Dinge auch oft genug einsetzen und zeigen. Habe ich mir alles so im letzten Part so offscreen angeguckt. Wer wie oft und so, da kann ich auch mal zeigen. Wo ist das hier? Nee. Nee, hier. Nee. Hier. Hier sieht man zum Beispiel, wer alles wie lange mit wem verbunden ist. Also Jude und Alvin haben die meiste Zeit. Oh mein Gott. Dann Jude und Mila. Mila und Alvin. Jude und Leia. Besiegte Feinde. Boah, Jude hat da verdammt viele. Kampfbeteiligungsrate. Ja, Rowan am wenigsten. Verdammt. Partnerfähigkeiten. Ja, da hat sie am meisten. Das ist klar, das wird auch irgendwie verdammt oft eingesetzt. Flinke Umrundung 50. Geisterverschiebung 250. Aufladen. Typoverschiebung. Artbestimmung. Stabverlängerung. Finde ich auch nett. Bringt einen zwar nicht sehr viel dazu wissen, aber allein das aufgelistet ist, das ist immer so ein Netzgimmick. So, im Norden sollen irgendwo die Banditen sein. Warte mal. 40 Elefantenstoßzahn. Ah. Aber wir haben Elise nicht im Team. Ich glaube, jetzt können wir die Quest gar nicht hier abgeben, ne? Dreht sich aber mehr oder weniger um sie. Verdammt! Elise, warum bist du nicht hier? Ist hier irgendwas? Nö, okay. Dann gehe ich wieder. Aber hier ist eine Truhe. Psychoentzug. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich habe was, was dagegen hilft, das abzuwehren. Das ist auch mal was. Und du bist eine Harpie. Die heißen wirklich so. Die sahen aus wie eine Harpie. Aber du bist ja wirklich eine. Huh.
Mach mal irgendwas. Fireball. Boom, 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 boom. Und zack. Muss er mit ihnen auch mal ja kämpfen. Oh mein Gott, warum sind hier so viele? Ich habe mit dir konnte ich doch Savage Fate irgendwie sehen. Yep. Bam. Er wird hier schön verprügelt in dem. Was hat das Viech denn gemacht? Hast du noch irgendwelche anderen Zauber? Hattest du wirklich nur so wenig? So, er hat. Mann. Ich will jeden steuern. Blaue Sphäre. Ach. Verdammt. Au. Okay, bei den Gegnern klappt das irgendwie nicht. Und ich kann nicht Leia steuern, weil sie irgendwie verwirrt ist. Aua. Boah, was hat der denn gemacht? Freund herbeirufen. Tränke des Lebens. Oh Gott. Du blöd, man, warum hast du wieder getötet? Ah. Somit werden keine TP verbraucht. Ach, Blessed Drops. Da versuchen wir halt nochmal. Ich kann die größer machen. Ah, ist noch, wenn man nicht weiß, wie man sie einsetzen soll, ist halt schwierig. So. Ja, bringt gar nichts jetzt. Ha. Okay, warum dauert dieser Kampf so lange? So, komm her. Boah, ich konnte doch gerade. Aua, aua, aua. Boah. Das hat aber Erfahrung gegeben. Oh, schön. Ich glaube, ich sollte vielleicht gleich noch mal nach Jandu zurückkehren und mir ein paar Tränke des Lebens holen, weil wenn ein Bosskampf kommt, bin ich dran. Und ich möchte nicht dran sein und oh Gott. Kriege ich auch noch. Weißt du was hier? Schauen wir mal so. Zack. Ich mach ernst. Okay. Ja. Das klappt auch geil. Schön. Oh mein Gott, warum bist du denn so langsam? Und du hast keine TP gleich mehr. Ich glaube, Brown hat auch. Okay, er zaubert doch. Ich dachte schon. Er sah irgendwie nie so aus, als würde er zaubern wollen. Die macht schnell Ausweichschritte, habe ich gesehen. Die waren sind verbunden, okay. Kommt schon, den Kampf habe ich auch noch. Wer doch gelacht. Zack. Jawohl. I'm all fired up. Ja. Student für seltene Monster. Okay. Aber. Ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich werde wahrscheinlich wieder am Anfang hier. Wisst ihr was hier? Wir gehen noch mal kurz hier hin und ich sehe euch dann
Na toll. Ich sehe euch dann am nächsten Part wieder in diesem Gebiet, in den königlichen Jagdgründen. Ja, tschüss.